Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in der Heilsalbenmanufaktur, in dem Fall in meiner Küche. Heute zeige ich euch, wie man mit ganz einfachen Mitteln eine Heilsalbe selber herstellen kann. Als Grundlage dafür nutzen wir die Ölauszüge, die wir gemeinsam vor 3 Wochen in dem Video hergestellt haben. Heute zeige ich euch 2 Varianten für Salben, eine ist etwas dünnflüssiger und eine wird etwas fester. Natürlich erfahrt ihr auch, was man damit machen kann. Den Ölauszug mit den Ringelblumen gebe ich jetzt erstmal durch einen Kaffeefilter in ein sauberes Schraubglas. Das kann in Ruhe hier durchtropfen und am Ende wird es natürlich gut ausgedrückt, damit nichts von dem guten Öl verloren geht. Mein Thymianöl habe ich hier schon abgefiltert und mit dem fangen wir auch an. Zuallererst messen wir mal, wie viele Milliliter vom Öl hierbei rauskommen, damit wir dann auch die richtige Rezeptur erwischen. Vom Thymianöl habe ich hier ziemlich genau 100 Milliliter. Ich möchte, dass die Thymiansalbe ziemlich weich wird, deswegen messe ich hier 10 Gramm Bienenwachs ab und das geben wir in ein sauberes Schraubglas und geben das Thymianöl mit dazu. Das Ganze soll dann im Wasserbad ganz langsam und vorsichtig erwärmt werden, sodass das Bienenwachs schmelzen kann und sich mit dem Öl verbindet. Dabei sollte eine Temperatur von 65 Grad nicht überschritten werden, sonst gehen die guten Inhaltsstoffe aus dem Thymian wieder verloren. Damit sich die Flüssigkeit möglichst langsam erwärmt und auch am Glasboden nicht zu heiß wird, lege ich hier einfach einen Deckel von dem Schraubglas unten drunter, als kleinen Abstandshalter. Den Topf fülle ich jetzt so hoch mit lauwarmem Wasser auf, dass auch der Füllstand des Glases in etwa erreicht ist, aber nicht so hoch, dass Wasser hineinschwappen kann. Dann stelle ich die Herdplatte auf niedriger Temperatur an. Das Wasser da drin muss nicht kochen, es muss nur heiß genug werden, damit sich der Inhalt des Glases mit erwärmt auf in etwa 65 Grad, denn dann fängt das Bienenwachs an zu schmelzen. Damit sich alles gut verteilt und gleichmäßig warm wird und auch gut vermischt, ist regelmäßiges Rühren ganz wichtig. Das Ganze braucht etwas Geduld und Zeit. Das langsame Erwärmen ist wirklich wichtig, um die guten Inhaltsstoffe in unserer Heilsalbe zu bewahren. Wenn wir sehen, dass sich die ersten Teile vom Bienenwachs hier langsam aufzulösen beginnen, können wir auch die Herdplatte ausstellen. Viel heißer brauchen wir es überhaupt nicht. Dann gilt es gut umzurühren, bis sich das ganze Bienenwachs hier aufgelöst hat und eine schöne homogene Masse entsteht. Als Behälter habe ich mir hier so kleine Döschen bereitgestellt. Die größeren haben 25 Milliliter und die kleinen haben 12 Milliliter. Ihr könnt natürlich auch einfach Schraubgläser benutzen. Für eine längere Haltbarkeit empfiehlt es sich aber eher kleine Gefäße zu nutzen, da wir auch jedes Mal, wenn wir mit den Händen in die Salbe gehen, ein paar Keime eintragen und so beeinträchtigen wir natürlich auch die Haltbarkeit der Salbe. Zudem finde ich die kleinen Gefäße sehr praktisch, denn die passen in die Hosen- oder Jackentasche und die kann man überall mit hinnehmen. Außerdem ist es ein schönes Geschenk. Wenn sich das Bienenwachs vollständig im Wasserbad hier aufgelöst hat und mit unserer Ölmischung gut verbunden hat, dann können wir das Ganze abfüllen. Dafür eignet es sich, ein Gefäß zu wählen, das einen Ausguss hat. Okay, das Ganze kleckert jetzt etwas bei mir, deswegen nehme ich mir noch einen Trichter zu Hilfe. Das versuche ich jetzt möglichst ohne auf den Rand zu kleckern, damit alles sauber bleibt, hier ordentlich abzufüllen. Und dann lässt man das Ganze abkühlen, ohne Deckel. Vor dem Abfüllen kann man natürlich auch noch eine Konsistenzprobe machen und erstmal ein paar Tropfen auf einen kleinen Unterteller oder in eine Schüssel geben, das Ganze kurz abkühlen lassen und dann schauen, ob die Salbe sehr flüssig ist oder schon zu fest. Je nachdem kann man etwas Bienenwachs oder Öl nochmal dazugeben, um das Ganze anzupassen. Ich habe aber schon die Erfahrung gemacht, dass 10 Gramm Bienenwachs auf 100 Milliliter Öl eine recht weiche Konsistenz der Salbe ergeben, so wie ich sie genau für die Thymiansalbe gerne hätte, zum Einreiben der Brust bei Erkältungen. Die Thymiansalbe möchte ich etwas flüssiger haben, weil ich damit vorhabe, sie bei Erkältung und zur Hustenlinderung einzusetzen. Damit kann man ganz einfach die Brust und den Hals einreiben, am besten vorm Schlafen gehen, und so hat man einen einfachen selbstgemachten Ersatz für zum Beispiel Produkte wie Vicvaporub. Die Salbe kann eingesetzt werden bei Erkältungen, Bronchitis und anderen Atemwegserkrankungen, um die Symptome zu lindern. Aufgrund der schleimlösenden Eigenschaften ist Thymiansalbe auch sehr hilfreich bei Husten. Die Thymiansalbe hat auch entzündungshemmende Eigenschaften, die bei der Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen ebenso helfen können. Auch bei Arthritis oder nach intensivem Sport kann das sehr hilfreich sein. Thymian hat aber auch antiseptische Eigenschaften. Deswegen kann die Salbe auch zur Behandlung von Hautinfektionen, kleinen Schnittwunden, Schürfwunden oder Hautirritationen sehr hilfreich sein.
Auch bei Akne kann Thymiansalbe hilfreich sein, weil er antibakterielle Eigenschaften hat. Thymian wirkt auch antimykotisch, das heißt, wir können ihn auch bei Pilzerkrankungen der Haut einsetzen, zum Beispiel bei Fußpilz. Ich habe hier auch noch Ölauszüge vom Rosmarin und vom Salbei. Der Salbei wirkt auch antibakteriell und gegen Pilze. Deswegen ist er auch sehr nützlich bei Hautinfektionen, kleinen Wunden und Pilzinfektionen. Salbeisalbe kann aber auch sehr gut eingesetzt werden zur Linderung von Gelenkschmerzen, weil er entzündungshemmende Wirkung hat und deswegen auch bei Arthritis hilft. Die Salbeisalbe könnte man aber genauso gut auf die Brust auftragen, denn die ätherischen Öle wirken auch gegen Stress und zur Entspannung und auf der Brust aufgetragen können wir sie am allerbesten mit einatmen. Eine Rosmarinsalbe würde sich besonders eignen zur Förderung der Durchblutung. Das kann besonders nützlich sein bei kalten Füßen. Auch bei Muskelschmerzen und Muskelsteifheit kann Rosmarinsalbe helfen. Rosmarin hat aber auch antioxidative Eigenschaften, die helfen können, die Haut zu straffen und das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten zu reduzieren. Selbstgemachte Salben haben viele Vorteile. Sie enthalten nur natürliche Inhaltsstoffe, die wir selber bestimmen können. Das ist ein Vorteil gegenüber vielen Präparaten, die man kaufen kann. Denn in dem Fall, wo wir es selber machen, sind keine synthetischen Zusätze drin, keine Konservierungsstoffe oder künstliche Duftstoffe, die wiederum Allergien oder Hautirritationen auslösen können. Außerdem finde ich, man kann die Salben selber sehr kostengünstig herstellen und vor allem ist es umweltfreundlich, weil wir einfach Verpackungsmaterial sparen, wenn wir die Sachen nicht im Handel kaufen. Und irgendwie ist es ja auch ein heilsamer Prozess, die Salbe in aller Ruhe und mit Geduld und etwas Zeit selber herzustellen. Und noch dazu können selbstgemachte Salben natürlich einzigartige und persönliche Geschenke für Freunde und Familie sein. Natürlich können wir hier auch ganz kreativ werden und verschiedene Ölauszüge mit verschiedenen Heilkräutern je nach therapeutischen Eigenschaften miteinander vermischen. So könnte man zum Beispiel auch eine Salbe gemischt aus Thymian, Salbei und Minze herstellen zum Einreiben der Brust bei Erkältungen. Ein Ölauszug mit Minze könnte zu einer Salbe hergestellt werden zum Einreiben der Schläfen bei leichten Kopfschmerzen. So kann man die sogenannten China-Salben ersetzen. Bei der Ringelblumensalbe, die wir gleich herstellen, werde ich eine etwas festere Konsistenz anstreben, denn die hat wiederum andere Einsatzmöglichkeiten. Ich habe jetzt Gefäße erworben mit verschiedenen Deckelfarben, das heißt, ich kann mir das Beschriften sparen, wenn ich mir auf einen Zettel notiere, welche Farbe hier welche Salbe ist. Für den Thymian nehmen wir jetzt einfach die grünen Deckel. Wenn das Ganze abgekühlt ist, können wir die Salben verschließen und natürlich halten sie sich etwas länger, wenn wir sie im Kühlschrank aufbewahren. Grundsätzlich liegt die Haltbarkeit dieser Salbe an der Haltbarkeit des Öles, das wir als Grundlage benutzt haben. Ich stelle dabei nur so viele Salbe her, wie ich innerhalb eines Jahres selbst verbrauchen oder auch verschenken kann. Wenn das Ganze etwas abgekühlt und fest geworden ist, wasche ich meine Gefäße heiß aus, sodass wir sie für die nächste Salbe benutzen können. Jetzt kommt die Ringelblume an die Reihe. Die Ringelblume, auch als Calendula bekannt, ist in vielen Heilsalben enthalten. Sie hilft bei Hautirritationen und Entzündungen. Sie kann aber auch die Wundheilung fördern und bei Ekzem oder auch Schuppenflechte eingesetzt werden. Auch bei Insektenstichen und Bissen kann die Salbe wunderbar helfen. Sehr beliebt ist sie auch zur Behandlung von trockener und rissiger Haut, zum Beispiel an den Händen, den Füßen und den Ellenbogen. Ich benutze sie vorwiegend zur Lippenpflege oder auch in der Erkältungszeit, wenn die Nase vom vielen Ausschnauben wund wird und sich zum Teil schon schält. Da kann Ringelblumensalbe wahre Wunder bewirken und über Nacht meine Nase erneuern. Geeignet ist die Ringelblumensalbe zum Beispiel auch nach der Rasur oder sogar bei der Unterstützung der Strahlentherapie. Denn einige Studien deuten darauf hin, dass die Ringelblumensalbe helfen kann, die Hautirritation zu lindern, die durch die Strahlentherapie verursacht werden. Da ich die Ringelblumensalbe eher als Lippenpflege benutzen will, möchte ich sie etwas fester haben. In dem Fall nehme ich 12 Gramm Bienenwachs auf 100 Milliliter Öl. Das Ganze erwärmen wir jetzt wieder im Wasserbad. In dem Fall geht das etwas schneller, weil das Wasser noch recht heiß ist. Auch hier gilt wieder regelmäßig umrühren. Nachdem sich alles gelöst hat, fülle ich auch das in die kleinen Gefäße ab und passend zur Ringelblume wähle ich hier die Deckelfarbe Orange. Natürlich gibt es noch sehr viel mehr Variationen von Heilsalben, die wir einfach selber herstellen können, je nachdem welchen Ölauszug wir als Grundlage nutzen. Dazu habe ich euch in diesem Video schon 10 Beispiele vorgestellt von Ölauszügen und wie sie wirken. Ja, ihr Lieben, so einfach können wir unsere Heilsalben
ganz leicht selber herstellen. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, das Ganze nachzumachen und ihr hattet Freude an dem Video. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und tschüss!